richtig. Tut die Lampe nach hinten? Darum. Es geht doch darum, dass ein Nummernschild dran ist, oder? Wir nicht rumschreien. Nein, es geht darum, dass es ordnungsgemäß angebracht wird in Deutschland. Aber das ist so. Ordnungsgemäß, das ist die originale so, Stelle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Osnabrück. Tim Trappe und Marius Hömer vom Zentralen Verkehrsdienst beginnen ihre Schicht. Pro Tag kommt es in ihrem Einsatzgebiet zu durchschnittlich 14 Unfällen. Um diese Zahl zu senken, halten sie Ausschau nach verkehrsgefährdenden Fahrern und Fahrzeugen. E-Scooter-Fahrer. Nehmen wir mal. Den halten wir mal an hier. Kennzeichen sieht so komisch aus. Moin. Die Polizei, einmal gleich da vorne in die Lücke reinfahren rechts, ja? Moin, Polizei Osnabrück, Trappe ist mein Name, eine Verkehrskontrolle. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Wir halten Sie an wegen dieses Auto Geräts und des Kennzeichens und allgemein. Warum? Was denn mit dem Kennzeichen? Das sieht so komisch aus. Der wackelt nur. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Dankeschön. Was haben Sie denn hier gemacht? Das ist nur der Ersatzakku. Ersatzakku, okay. Ja, weil der unten nicht reinpasst, ich habe den falsch bestellt. Ja? Und weil der unten in den Platz reinpasst, habe ich den jetzt erstmal so. Aber das haben Sie selbst gemacht? Ja, den Anschluss. Ja. Den Anschluss, okay. Der Akku und ist original. Von der. Ja, okay, der Akku ist original, aber das. Nur diesen Anschluss habe ich halt. Von der Fachwerkstatt mal abnehmen lassen? Ja, ich bin selber Elektriker. Sie sind Elektriker. Haben Sie das mal irgendwie dann eintragen lassen an dem Gerät? Offiziell? Also, was heißt eintragen lassen? Ich habe das ganz normal angemeldet. Versicherung. Hm. Haben Sie es danach verändert? Oder war das vorher schon beim Anmelden? Ja, schon beim Anmelden. Ja. Wie schnell fährt denn der? Schneller nicht. Ich habe jetzt einen Zahnarzttermin. Hm. Wie spät? Um 11 Uhr. Kleiner Augenblick mal eben, ja? Wir kommen gleich wieder. Nur der Akku ist separat nochmal dazugekommen, weil der halt in den Originalfach unten nicht reinpasst. Ich habe den falsch bestellt und kannte den auch nicht wieder zurückgeben, weil halt Akku. Ja, und da habe ich gedacht, nütze ich das erstmal so, weil funktioniert und da gibt es keine Gefahr dran. Ich habe den vor 2 Tagen angemeldet und da habe ich jetzt keine passende Schraube gefunden. Sie sehen ja, dass es ein bisschen längere Schraube ist und dadurch wackelt er. Ich denke, solange der dran ist, sollte das wohl seine Aufgabe erfüllen. Wer einen E-Roller im öffentlichen Straßenverkehr fährt, braucht eine Haftpflichtversicherung. Die hat der Mann. Den Roller hätte aber der TÜV abnehmen müssen. Sie können nicht an dem Kraftfahrzeug einfach selber rumbasteln und dann durch die Gegend fahren, grundsätzlich. Ja, das ist ja nicht rumgebastelt. Das ist ja nur ein Akku. Das ist genau. Nur ein Akku. Mit einem Kabel dran. Mit einem Stecker, was auch der Originalstecker an dem Gerät ist. Der abgebaut wurde? Hier, nein. Ist mit Sicherheit nicht so zugeklebt nein, vom Original. Nicht, sehen Sie? Aber das sind die Originalkabel. Ja, und der Stecker ist. Ja. Wenn Sie anfangen, daran rumzubauen, an dem Gerät, geht das halt nicht ohne, dass das von der Fachwerkstatt abgenommen wird. Ich schicke das zur Stadt, ich mache mir mal 3-4 Fotos davon und die guckt sich das mal an, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Aha. Nur der Akku gehört auch nicht auf das Trittbrett. Ne? Sie können nicht einfach an dem Gerät irgendwas umbauen. Ja. Mit dem Kennzeichen, das geht natürlich auch nicht da hinten. Da hätten es auch schon wieder alles geflickt. Machst du mal eben Fotos davon, bitte? Ja. Das ist typisch wie der Schikan. Nö, das ist nicht Schikan. Ja, ich erkläre Ihnen das ganz vernünftig. Ich brauche mir gar nichts mehr erklären. So, wollen wir uns vernünftig unterhalten oder nicht? Nein, ich möchte zu meinem Zahnarzt. Ja, Voraussetzung dafür ist, dass wir uns vernünftig unterhalten, dann können Sie gleich weiter. Ja? Also das eine ist, das geht halt nicht, deshalb machen wir Fotos, Sie können damit aber weiterfahren. Ich kann mir das auch hier abschließen. Brauchen Sie also gar nicht. Geht mir gar nicht darum. Mir geht es nur darum, dass man mich versteht. Ja, ja? Ich erkläre Ihnen das. Ich erkläre es Ihnen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, das ist Ihr Recht. Aber ja, so ist es nun mal. Bitte ein bisschen schneller. Wir machen einen kleinen Bericht. Vielleicht kriegen Sie noch mal Post von der Stadt. Ja? Dann müssten Sie das noch mal ändern. Ansonsten wäre das, wär das hier nächste erst Woche mal jetzt. Verstehen Sie mich? Ja, der Akku ist schon unterwegs. Ja. Sie müssen das Kennzeichen ja auch noch richtig anbauen. Dahin, warum? Ne? Das ist schon eingebaut. Das ist ja nicht von Werk. Das ist ja nicht richtig.
ist ja nicht richtig. Tut die Lampe nach hinten? Darum. Es geht doch darum, dass ein Nummernschild dran ist, oder? Die nicht rumschreien. Nein, es geht darum, dass es ordnungsgemäß angebracht wird in Deutschland. Aber das ist so. Ordnungsgemäß, das ist die originale Stelle. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist nur eine längere Schraube dran. Ich nicht anschreien. Ach Mensch, wissen Sie was? Machen Sie bitte eben ein Foto. Ja, machen wir. Und dann können Sie gleich weiter. Und entspannen Sie sich ein bisschen? Nee, bei da sowas kann ich mich nicht entspannen. Sollten Sie aber tun. Wir wollen nichts Böses. Erst heißt es hier Kontrolle und dann machen Sie Skandia. Sie brauchen doch nicht rumschreien. Ehrlich. Entspannen Sie sich. Ob der Mann eine Strafe bekommt und wie hoch diese ausfällt, wird sich zeigen. Da es ein Versicherungskennzeichen ist, wird das Fahrzeug nicht rechtlich zugelassen, sondern er braucht nur einen Versicherungsnachweis für dieses Fahrzeug. Er kann aber natürlich jetzt nicht einfach hingehen und an seinem Fahrzeug rummanipulieren. Und jetzt stellte sich mir die Frage, wer ist dafür zuständig, das zu kontrollieren? Wir haben jetzt Fotos davon gemacht, wir machen einen kurzen Bericht und dann schicken wir das zur Stadt und die werden das dann hoffentlich an eine Stelle, die dafür zuständig sein könnte, weitergeben. Tim Trappe und Marius Höhmer fahren weiter. Nach wenigen Minuten meldet sich die Leitstelle. Machen wir. 1370. Und zwar Osnabrück Sledder, Kiebezeile 1-3, haben sich ein Opel Astra, Firmenwagen und ein Hyundai getroffen, beide Osnabrücker Kennzeichen. Die warten aktuell auf dem Parkplatz von K. Ja, haben wir mitfahren. Oder es war jetzt ein Unfall, wo keiner verletzt ist, also nach jetzigem Kenntnisstand, also theoretisch eigentlich nur ein Blechschaden. Und da ein Firmenwagen beteiligt ist, die Firmen möchten das ganz gerne immer, dass das polizeilich aufgenommen wird. Der Zentrale Verkehrsdienst Osnabrück hat 2021 4.200 Unfälle aufgenommen. Moin. Morgen. Polizei Osnabrück. Also wir haben gehört, hier soll es einen Verkehrsunfall gegeben haben. Sind Sie die Beteiligten? Okay, Moment, bevor Sie was sagen, muss ich Sie einmal kurz belehren. Wenn es zum Unfall kommt, hat irgendjemand einen Fehler gemacht, denn sonst hätte es den Unfall nicht gegeben. Und wenn Sie denken, dass Sie einen Fehler gemacht haben, müssen Sie das gegenüber der Polizei nicht äußern. Ja? Sie müssen sich nicht selber belasten. Okay, das muss ich Ihnen einmal vorher sagen. Ja, aber wenn Sie möchten, können Sie dann gerne anfangen. Ich bin aus dem Parkplatz zurück. Mhm. Die Dame war nicht da, als sie kam. Und dann, ja, kurze falsche Abschätzung. Und da bin ich gestoßen. Weiß ich nicht, ob die Beule, die da hier ist, ist das meine? Weil bei mir habe ich gar nichts an meinem Auto. Okay, können Sie da was zu sagen? War das? Ja, das Problem ist, das ist jetzt ein neues Auto. Okay. Und ja, wenn sie sagt, sie ist da reingefahren und hier ist die Delle. Hier ist oben ein bisschen was. Doch die Polizisten entdecken noch mehr.